Nochmal bitte und. Singen macht die Seele frei und Spaß hat man, wenn man den Menschen damit eine Freude bereitet. Es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Ich bin in den Chor eingetreten 1952. Der Anlass war ein Konzert mit dem Bielefelder Kinderchor in Köln-Porz. Und ich hatte einen Freund, den Eckart Fahnenstich. Wir sind dann beide gemeinsam nach diesem berauschenden Konzert. Wir waren so begeistert im Alter von 15 Jahren und haben spontan gesagt, das möchten wir auch mitmachen. Ich bin verhaftet worden zum einem Jubiläumssingen. Da wurde ein riesiges Konzert gemacht und dann hieß es, komm doch mit. Beim Christoph hat nur der Vater mitgesungen. Mein Opa, auch der Willi Scharnbroch, ich war ja auch jahrelang Vorsitzender des Chores und neben dem durfte ich dann lernen zu singen. Man wurde als junger Mensch akzeptiert. Das ist wichtig im Leben. Wie der Christoph schon sagte, das waren Zeiten, da schlug die Welt noch ganz anders im Chor. Da durfte man eigentlich nicht wirklich falsch singen. Nein. Oh, nein, ja. Das ging nicht. Da wurde man also dann wurde mit dem Finger auf dich gezeigt und du jetzt alleine. Ja, wenn das heute noch so wäre, dann wären wir zwei allein hier. Ne? Ja, ich glaube auch. Ich habe also ein Jahr erst nur gesungen und habe dann das Amt übernommen und habe anfänglich im ersten Bass bei euch gesungen. Nee, doch nicht. Doch, im ersten Bass? Im ersten Bass, ja. Richtig, ja. Genau, da habe ich angefangen. Und ja, dann war Mangelware im zweiten Tenor. Und es wurde damals der Höhepunkt mit der Eintracht in Pleitz bei Andernach zum Sängerwettstreit zu gehen. Das war eine außergewöhnliche Sache. Und im Übrigen haben wir da auch noch den ersten Preis ersungen. Jahre war ich Schatzmeister im Chor. Das war eine lange Zeit, das war eine große Aufgabe für mich, vor allen Dingen bei den Konzerten, bei Reisen, war jede Menge zu tun. Das hat sich im Laufe der Zeit so verändert, das kann man aus der heutigen Sicht überhaupt nicht mehr zugrunde legen. Wenn man also heute von 1890 anfängt, dann hört eben keiner mehr zu. Im Gegenteil, sie müssen von der Zukunft sprechen. Warum singen wir Kölsch? Die Geschichte ist einfach. Der Martin und ich, wir haben uns damals anlässlich des Weihnachtskonzerts getroffen und haben festgestellt, im Vorfeld schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir so nicht weitermachen können mit dem sehr, sehr breit gefächertem Repertoire. Die Existenz geht nicht nur aus vom Proben, was wir ja regelmäßig jede Woche machen. Im Prinzip lebt die Gemeinschaft davon, wenn sie Konzerte gibt, Auftritte hat, auch zu kleineren Anlässen. Und dann haben wir dem Chor vorgeschlagen, dass wir uns spezialisieren. Wir haben eigentlich gesagt, entweder klappt das jetzt oder wir fahren das Ding vor die Wand und dann war es das sowieso. Ein riesen Aufruhr bei der Hälfte der Belegschaft. Kölsch, wir sind noch kein Karnevalsverein, wir sind noch kein Karnevalsverein. Bist du denn verrückt? Das machen wir auf gar keinen Fall. Bevor es die Kölschen Lieder gab, hatten wir viele klassische Sachen, volkstümliche Dinge. Das, was den Leuten am meisten Spaß gemacht hat beim Zuhören, war eigentlich, wenn wir Kölsch gesungen haben. Eins, zwei. Yeah.
sag mal so, ich habe schon immer gerne gesungen. Ich habe früher auch selber Musik gemacht, in Bands gesungen und so weiter. Wir sind auch zusammen auf Reisen gewesen, damals als junge Fetze. Ja. Das war richtig schön. Wir haben in dieser Zeit sehr viele Chorreisen in die ganze Welt durchgeführt. Und das war zu diesem Zeitpunkt auch eine Motivation für junge Menschen zu sagen, oh, die fahren nach Brasilien, die fahren nach Südafrika, die fahren nach China. Mensch, das waren Erlebnisse in den 80er, 90er Jahren, die besonders waren. Ich habe also auch schon die tollen Zeiten, die alten Zeiten natürlich miterlebt, ne? Mit tollen Philharmoniekonzerten, mit Auslandsreisen. Ich bin ja gefühlt seit 1889 Mitglied. Da bin ich ja seit 1888 Mitglied, ja, ein Jahr vor dir. Nein, also ja, und da musste man wirklich Leistung bringen, ne? Und da deswegen ging einem schon mal die Muffel auf der Bühne. Ne? Also man ist dann zu nationalen und internationalen Chorwettbewerben gefahren. Zum Beispiel in Ungarn haben wir gesungen auf dem Bela Bartok Festival. Das waren auch Erlebnisse. Da war man eine ganze Woche unterwegs mit Besichtigungen, Konzertauftritten etc. Und dieser Wettbewerb, wo die Nerven flatterten. Und für mich das schönste Erlebnis damals in Irland war, einprägsam für mich, das Finale in Irland. Alle Chöre gehen auf die Bühne und gab eine Siegerehrung. Und man wartete draußen, alle Chöre so in Reihe und Glied, praktisch hier so ein Schild vorne, Köln, ne, also Colonia, und daneben an die Brasilianer und da Engländer. Ich sagte zu meinem Opa damals, ey, muss da jetzt irgendwie mal Bewegung hier reinkommen, hier stehen ja alle blöd rum. Und hat mein Opa zu mir gesagt, Jung, ein Lied, das können sie alle. Holla hi, holla ho. Ne? Mein Vater war ein Wandersmann. Ja. Und das kann es, mir schlägt es auch in Blut. Das kann jeder, den Refrain kann jeder. Und dann sangen wir da mit, ich sag jetzt mal, gefühlten 1000 Mann beim Einmarsch. Die Kultur haben wir über die Grenzen von Ports und auch von Köln in die ganze Welt getragen. Das sind super Sachen, möchte ich auch alles nicht missen. Aber ja, Stand heute, die Zeiten, die sind nun mal endgültig vorbei. Wir haben in der Vergangenheit schöne Konzerte hier im Porzer Rathaussaal gemacht und zu Beginn auch im Engelshof in Westhofen, wo ja unser Quartier ist, unser Probenquartier, mit Vicky Junggeburt. Und deswegen begrüßen Sie mit mir zusammen den Vicky Junggeburt. Komm mal hoch. Immer eine Auszeichnung mit dem Männerchor Porz und dann noch in Porz auftreten zu dürfen. Das ist eine Auszeichnung. Wenn du heute die Jungs bei den Proben siehst, ne, mit welchem Elan die dabei sind, ne, da sieht man richtig, das macht allen Spaß. Ne, und haben gesagt, wir machen nur noch diese Schiene. Das letzte Konzert war ein Riesenerfolg mit Kulig und Fuhrmann, also die sogenannten Krätzchensänger. Und das soll jetzt am Sonntag, den 22. April, im Porzer Rathaussaal mit dem Jörg Weber wieder ein tolles Konzert werden. Was wünschen wir uns für die Zukunft? Wir brauchen ein paar neue Sänger, das wäre immer schön. Ja. Wir freuen uns über Hilfe, die Spaß am kölschen Singen haben, jederzeit. Herzlich willkommen. Singen können muss man nicht. Ich wünsche mir, dass die Idee, die jetzt in den letzten 3 Jahren aufgebaut worden ist, fortwirkt und dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Und Singen ist außerdem gesund, ja, sagt der Arzt. Genau. Nicht nur gesund, ja, sondern Singen macht auch die Seele frei und tatsächlich ja. Ist man... Also bei mir ist es so, wenn ich Chorprobe habe, dann tauche ich tatsächlich auch so ab. So ein Stündchen ist der Alltag weg.